Ich habe große Ängste gehabt in meinem Leben, aber ich habe mir von meinen Ängsten oft und vielleicht meistens nicht meine Handlung diktieren lassen. Ich bin den Weg gegangen und viele dachten, ich sei ein Held, aber ich bin diesen Weg gegangen mit schlotternden Knien. Und wenn Sie lange etwas heucheln, dann sind Sie es irgendwann. Also wenn Sie lange, ist schwierig in Worte zu fassen, also wenn Sie über lange Zeit als Psychiater in einer Klinik in leitender Funktion agieren müssen, dann sind Sie es irgendwann. Und ich hatte zum Beispiel vor öffentlichen Auftritten eine enorme Angst. Und auch vor meinen Lesungen aus dem ersten Buch. Und ich habe es aber dennoch gemacht, tollkühn. Und jetzt habe ich keine Angst mehr. Überhaupt Vor nicht. diesen Dingen. Doch, doch, ich habe vor anderen Dingen Ängste. Doch, doch, natürlich, klar. Aber nicht vor solchen Sachen. Ich hatte eine Todesangst vor dem Gefängnis zum Beispiel. Und ich habe diese Bewerbung da in Sachsen um diese Stelle des leitenden Oberarztes in der Gerichtsverhandlung in Leipzig bezeichnet als quasi suizidales Verhalten. Und ich hatte eine Todesangst vor dem Gefängnis. Und Warum? Die Frage, die stellt sich eigentlich nicht, weil Ängste losgelöst sind von rationaler Begründung. Aber wovor? Es muss ja ein Bild, es muss ja, wenn man Angst hat, sieht Nein, man. nein, nein. Es gibt Ängste, die völlig losgelöst sind von Bildern. Das sind einfach ist ein Geschehen, das sich rational nicht fassen lässt. Und so war das bei mir. Ich war sicher, dass ich aus einem Gefängnis nicht lebend rauskomme. Okay. Hölle auf Erden. Ganz sicher. Todesangst. Wirklich, das ist eine pathologische Angst. Ich würde das als pathologische Angst bezeichnen. Und habe dann die Erfahrung gemacht, und das ist eine Erfahrung für mein Leben gewesen, dass eine Angst sich loslöst von jeglicher Realität und eigendynamisch, spiralenhaft entwickelt und mit der Realität oder Umständen überhaupt nichts zu tun hat. Gefängniszeit war übrigens eine sehr angenehme Zeit. Sehr überwiegend, es gab auch irgendwie düstere Tage, aber alles in allem sehr, sehr wertvoll, war für mich so eine Art Balint-Gruppe oder Supervisionsgruppe oder therapeutische Erfahrung. Im Gefängnis habe ich nämlich herausgefunden, dafür bin ich unendlich dankbar, dass die eigentliche Welt des Menschen seine innere Welt ist. Und wie es dazu geht, das ist entscheidend. Sie können Depressionen haben, auch in einer Villa am Genfer See, und Sie können der glücklichste Mensch sein in einer Gefängniszelle im Gefängnis von Leipzig. Ich habe nämlich gar nicht in dieser Gefängniszelle gelebt, sondern in meiner Welt der Bücher, und ich habe ja das Buch da geschrieben und ich habe fünf Bände Schopenhauer zweimal durchgearbeitet. Ich bin von Beamten herausragend gut und menschlich berührend behandelt worden. Viel besser behandelt worden als damals in der Oberarztrolle, weil in der Oberarztrolle bin ich verehrt worden und ich weiß nicht, was alles getan wurde, aber es ging ja nicht um mich. Es ist verehrt worden, die Rolle. Und so schlau war ich schon, dass ich das wusste. Aber im Gefängnis, da ging es um mich. Und ich habe berührende Geschichten ich habe auch nie ein Feindbild gehabt gegen die Justiz oder so. Das war alles gut. Aber ich wollte sagen, ja, die entscheidende Sache ist, ist die innere Welt. Und diese Leute, die ständig Reize von außen brauchen, um sich zu vergewissern, dass sie noch leben, die sind ganz arme und abhängig wie Schweine. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und Gefängniszeit war großartig. Was schlimm war für mich, war, dass ich sozusagen während meiner ärztlichen Tätigkeit in Sachsen nur gelobt worden bin. Wirklich nur gelobt worden bin. In der Probezeitbeurteilung hat der Leiter der Schaltwasser Kliniken geschrieben, dessen Vertreter ich war, Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartungen. Der Sozialminister hat mich in eine Chefarztposition gebracht. Sämtliche Richter diverser Strafkammern in Sachsen haben mich zum Gutachter bestellt und waren begeistert und, und. Und dann machen sie die Erfahrung, dass sie auf einmal bestraft werden sollen und strafjustiziell gehetzt werden. Und sie fragen sich irgendwo, wozu, wofür eigentlich? Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Sie waren wie lange in der sächsischen Klinik Oberarzt? Gut 2 Jahre, also 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie ist das Ganze aufgeflogen? Denn wenn alle so begeistert waren, hat ja scheinbar niemand Verdacht geschöpft. Nein, niemand. Also ich wollte nur diesen Gedanken noch zu Ende machen. Das war natürlich hart, wenn Sie
jeden Tag nur gelobt werden, anerkannt werden und man hat nur Sorge, sie könnten die Klinik wieder verlassen und die sächsischen Richter und Staatsanwälte hatten Sorge, ich könnte wieder gehen. Und wenn sie dann sozusagen, dann kommt der Schnitt und dann werden sie strafrechtlich belangt. Das ist sehr schwer zu realisieren und zugleich sehen sie, dass sehr mediokre, mittelbegabte Ärzte in Amt und Würden sind, die ihnen eigentlich fachlich gar nicht das Wasser reichen konnten. Aber haben Sie an dem Punkt oder irgendwann das Gefühl gehabt, dass Sie was falsch gemacht haben? Nein. Oder war das so, nee, ich weiß gar nicht, was die jetzt von mir wollen mit den 4 Jahren Haft? Nein, 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 nein. Also es ist in der sächsischen Strafjustiz und in der Psychiatrie in Deutschland gibt es ja kaum eine Eitelkeit, die ich nicht verletzt hätte. Ich war ja forensischer Gutachter zur Frage der Schuldfähigkeit von diversen sächsischen Strafkammern und den Amtsgerichten. Und mein Gutachten ist ja immer gefolgt worden. Es gab nicht einen einzigen Fall, wo mein Gutachten nicht gefolgt wurde. Und wenn ein Gericht einem Gutachter folgt, einem Sachverständigen folgt, dann muss es im Urteil ausführen, weshalb es das tut. Und in den Urteilen, die ich dann immer als Abschrift bekommen habe, stand dann immer, der insoweit besonders erfahrene Sachverständige hat zur Überzeugung dieser Kammer. So. Und irgendwann mussten diese Richter feststellen, dass sie nicht einen leitenden Oberarzt einer Klinik und Facharzt für Psychiatrie zum Sachverständigen bestellt hatten, sondern einen Postboten mit einem mittelguten Hauptschulabschluss. Und das kränkt diese Leute, die narzisstische Kränkungen qua Amt eigentlich nicht gewohnt sind. Und mein Chef der Klinik, Dr. Könker, der natürlich schreibt, also der schreibt, Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartungen. Und seine Frau ist auch Psychiaterin und hat ihren Mann eigentlich immer idealisiert und macht nun die Erfahrung, dass dieser Chefarzt, ihr Mann, über 2 Jahre engster Zusammenarbeit nicht in der Lage war, einen Postboten von einem Oberarzt unterscheiden zu können. Und das ist, finde ich, der eigentliche Skandal hinter dem Skandal. Dass sozusagen jemand, ein Psychiater ist ja darauf geeicht, Menschen zu durchschauen und zu erkennen. Und in dieser Hybris lebt dieses psychiatrische Gesindel ja. Und jetzt, das geht ja an die Grundsubstanz sozusagen eines Berufsethos, falls ein Psychiater was mit Ethos zu tun hat, was ich übrigens aber nicht glaube, aber egal. Jetzt macht er die Erfahrung, ich war ja der Stellvertreter der stellvertretende Klinikdirektor, sein Vertreter, dass er täglich mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem Diagnosen diskutiert, Befunde diskutiert, Medikationen diskutiert, der Weiterbildungsveranstaltungen macht, also ich für die Klinik, machte die Erfahrung und er vollkommen begeistert von mir war und seine Frau mir gesagt hat, ihr Mann hätte ihr abends gesagt, jetzt können Sie endlich länger in Urlaub fahren, die Klinik sei ja in guten Händen. Und dann macht er die Erfahrung, dass ein Stellvertreter Postbote ist, nicht Medizin studiert hat, Volksschulabschluss. Der Mann war paralysiert auch. Und ich bin davon überzeugt, dass er sozusagen Konsequenzen bis in die Beziehung, also bis in die Ehe hinein hatte. Weil haben Sie dann ein schlechtes Gewissen? Oder wie fühlt sich das an für Sie, wenn Sie wissen, da ist jemand mehr auf den Leim gegangen? Das sind Implikationen Ihrer Frage, die sind völlig unzutreffend. wie oft schlagen Sie Ihre Frau? Das ist, ich weiß nicht, ob man das so auf den Leim gegangen ist. Ich weiß nicht über Psychiatrie weniger als diese Ärzte, vielleicht sogar mehr. Das ist, Psychiatrie ist auch keine anspruchsvolle Disziplin und man muss nicht sonderlich intelligent sein, um als Oberarzt der psychiatrischen Klinik bestehen zu können. Was haben Sie denn gemacht als Oberarzt? Was waren so Ihr Aufgabenfeld? Na, ich habe, was so ein Oberarzt macht. Also ich war zum einen Stellvertreter meines Chefs und zum anderen hatte ich meinen eigenen Oberarztbereich, in dem ich Supervisionen gemacht habe, in dem ich Assistenzärzte und Psychologen beaufsichtigt habe, in dem ich Weiterbildungsveranstaltungen gemacht habe. Dann war ich Chef des Maßregelvollzugs. Das ist übrigens auch noch ganz interessant. Ich hatte mich, als ich in Chartres angefangen bin, vorgestellt beim Leiter der Staatsanwaltschaft und habe dem gesagt, dass ich der Meinung sei, dass wenn einer eine Straftat begeht, er auch ein Recht hat auf eine Antwort auf diese Tat durch die Gesellschaft, weil wie weiß ich, wer ich bin in dieser Welt, wenn nicht durch Antworten. Und man hätte kein Recht, sozusagen diese Antworten zu unterschlagen durch laue Gutachten.
Und da hat dieser Staatsanwalt leuchtende Augen gekriegt und hat gesagt, Sie sind unser Mann. Ich habe mich ja beworben um die Stelle und habe dann einen Vortrag gehalten. Also es gab irgendwie 39 Bewerber und 8 waren in der engeren Wahl, die da vor der Berufungskommission des Krankenhausträgers einen Vortrag gehalten haben. Und ich habe gesprochen über die Pseudologia, Fantastica, jetzt. Das ist die Pseudologia Fantastica am Literar. Das ist die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung am literarischen Beispiel der Figur des Felix Krull. Und die Pseudologia Fantastica ist ein Begriff aus der psychoanalytischen Diagnostik. Das war mein Vortrag und das sprüht ja vor Ästhetik, wenn man die Hintergründe kennt, weil dieser Vortrag legt ja eine unmittelbare Spur auch zu mir. Die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung. Und das fanden die Leute der Berufungskommission ganz großartig. Und der Vorsitzende dieser Berufungskommission, Professor in Psychiatrie, fragt mich dann im Anschluss, gesagt, das sei ganz prima, über was haben Sie denn Ihre Doktorarbeit geschrieben? Und dann habe ich gesagt, ja, über kognitiv induzierte Verzerrungen in der stereotypen Urteilsbildung. Und das ist nun eine Aneinanderreihung wirklich sehr leerer Begriffe, die ich mir ausgedacht habe. Und dann sagt dieser Professor der Psychiatrie, das ist ja schon sehr interessant. Ach, Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Was haben Sie in dem und darum Moment? Habe ich immer gesagt, als Hochstapler, ich mag ja solche Begriffe wie Hochstapler nicht. Damit mit Begriffen, Etikettierung beweist man eigentlich immer nur Denkfaulheit. Aber wenn schon, und ich muss mich ja dem Volke verständlich machen, dann, aber als Hochstapler unter Hochstaplern, wobei ich schlauer war als die, weil ich ja um meine Hochstapler-Eigenschaft wusste. Diese Leute aber glauben, dass sie authentische Figuren sind, die die Menschheit weiterbringen. Was mich wahnsinnig interessiert, ist der Moment, wo Sie das gesagt haben, sich ausgedacht haben und gemerkt haben, wo Sie werden sich wohl bei uns fühlen, der glaubt das. Und mich interessiert, was haben Sie gefühlt in dem Moment? Sie können solche Spiele ja doch nur spielen mit Menschen, die Sie mit Menschen, die Sie in Ihrer Berufsausübung nicht sonderlich achten. Und meine Achtung vor Psychiatern tendiert gegen Null. Und war damals schon nur sehr eingeschränkt, sonst hätte ich das ja auch nie gemacht. Und ich war Hochstapler unter Hochstapler. Ich habe zum Beispiel Krankheitsbegriffe eingeführt, die es in den Weiterbildungsveranstaltungen, die es überhaupt nicht gibt. Und zwar nicht vor Hausärzten oder Chirurgen, sondern vor Fachärzten für Psychiatrie. Die berühmte bipolare Depression des dritten Grades. Das gibt es nicht, das ist Unfug. Und keiner dieser anwesenden 100 oder 150 oder 200 Psychiater hat gefragt, was ist das? Weil man in diesen Kreisen nicht zugibt, dass man das nicht weiß. Aber wie fühlt sich das an? Wie hat sich das angefühlt für Sie? Ist das ein Gefühl von Überlegenheit? Nein, ich bin gleich. Ich möchte es etwas gründlicher noch machen. Ich habe einem Psychiater mal gesagt, wenn Sie, bei der psychiatrischen Diagnostik sind Sie doch darauf angewiesen, dass der Patient spricht. Wenn der Patient nicht spricht, können Sie nichts diagnostizieren. Ja. Und da sagt mir dieser Psychiater, ein Privatdozent, habilitiert, dann schreibe ich immer symptomschwache autistische Psychose. Wissen Sie, das ist ein Geklingel mit Worten, ohne dass diesen Begriffen irgendeine Anschauung zugrunde läge. Aber wenn Sie in die Hände eines Psychiaters geraten, dann haben Sie sozusagen die Deutungshoheit über Ihren emotionalen Haushalt und über Ihre psychische Gesundheit verloren. Ich hätte jeden einweisen können in Sachsen Ich habe Zwangseinweisungsgutachten gelesen, da stand verdachtsdiagnostisch handelt es sich um einen Aktualkonflikt. Und wenn dann ein Arzt bescheinigt, dass jemand infolge seiner Erkrankung sich selbst oder andere erheblich gefährdet, dann ist der Patient weg. Der Richter mutiert zum Schreibgehilfen des Arztes, weil ich niemals einen Richter erlebt habe, der gegen das Votum des Arztes. Aber das haben Sie alles nicht wissen wollen. Hat von den Patienten jemand jemals gedacht, mit dem stimmt was nicht? Oder wie haben die Patienten auf Sie reagiert? Ehrfurchtsvoll. Also im Osten war das ja auch noch eine besondere Situation, da waren Sie ja so als Oberarzt Vizegott. Und es gab natürlich Patienten, die jenseits von Gut und Böse waren. Es gab Patienten, der eine Stimme gehört hat, töte den Oberarzt. Darüber reden wir nicht. Aber ansonsten haben Patienten, sind ja keine kritischen Geister. Im Übrigen war ich ja auch nicht schlechter als diese Ärzte. Ich war viel besser, das muss man auch mal sagen. Also, und das ist ja... Es ist die Frage, wie man zu einer Anschauung kommt. Ich hab eine andere Art, sozusagen, ich nehme die Dinge anschaulich wahr und lege dann das, was ich sehe, in Begriff.
Begriffen ab. Und diese Leute, diese Ärzte, die haspeln das Rationale, was sie gelernt haben, runter und machen ganz viele Fehler und das dauert ganz lang. Und ich gucke und habe, also die Frage, die mir noch nie gestellt wurde und die aber sozusagen meiner Meinung nach der Schlüssel für das Ganze ist, weil es stellt sich ja die Frage, wie kann einer, der Postbote ist und wirklich kein gut begabter Hauptschüler ist, wie kann der leitender Oberarzt einer Klinik sein und man lobt ihn nur bis zum letzten Tag. Der Schlüssel ist Intuition. Ich habe eine, glaube ich, fast krankhaft entwickelte Intuition und eine Hochsensibilität. Intuition gleichzusetzen mit emotionaler Intelligenz. Das ist es ja. Das ist mehr. Aber ich meine, die Begriffe sind jetzt auch egal. Ich glaube, wir meinen dasselbe. Ja. Ja, eine Hochsensibilität. Und Eltern, wenn sie ein Kind haben, die wünschen sich ja eigentlich das Kind intelligent und hochsensibel. Und ich, der mir eigentlich auch weite Strecken meines Lebens durch beide Eigenschaften versaut habe, bin nicht der Meinung, dass das so toll ist, wenn man über solche Charaktereigenschaften verfügt. Wenn Sie einem Menschen begegnen, wie analysieren Sie den, nehmen Sie den wahr? Was ist da so ein Raster, was abläuft? Kann man sich das so vorstellen? Oder ist es ein sofortiges Hineinfühlen? Wie würden Sie das beschreiben? Ich glaube, dass man jegliches moralische Handeln reduzieren kann auf drei moralische Antriebsfedern. Das ist zum einen, also auf beiden Polen, das ist einmal der als verbreitetste Antriebsfeder für Handlungen der Egoismus. Wenn Sie nicht genau wissen, aus welchem Motiv heraus jemand handelt, unterstellen Sie egoistische Motive, dann haben Sie in 98% der Fälle grundsätzlich recht. Und auf der einen Seite, zweite Feder ist der Sadismus und auf der anderen Seite der Altruismus. Sie können jegliche Handlung auf diese drei Antriebsfedern zurückführen. Und ich glaube, dass die Fähigkeit, dass ein Mensch nur Mensch ist, in dem Maße, in dem er fähig ist zum Mitgefühl. Wenn Sie so ein Gutachten erstellt haben, wonach sind Sie gegangen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, man kriegt ja einen Gutachtenauftrag durch das Gericht. Und Sie sollen Stellung nehmen zur Frage der Schuldfähigkeit eines Menschen. Und dann geht man hin und setzt sich mit diesem Menschen zusammen. Und dann passiert ja was. Wenn Menschen sich begegnen, begegnen sich ja nicht Datenverarbeitungsanlagen, sondern emotionale Felder. Und was Sie mit Ihrer Frage wollen, ist eigentlich eine Frage, die nicht beantwortbar ist, weil sie wie Empathie weder letzten Endes lernbar noch lehrbar ist, können Sie diesen Prozess der Entscheidungsbildung sehr schlecht in Worte fassen. Sie verschaffen sich einen Eindruck über die psychische Ausstattung, über Explikationen des Lebens dieses Menschen, über Geschehnisse, über wie er das verarbeitet hat. Sie machen sich ein Bild, Sie haben einen Eindruck. Und aus diesem Eindruck kommen Sie zu einem bestimmten Ergebnis. Armin Napp, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, Vorsitzender des ersten Strafsenats, hält einen Vortrag, der auch im Internet nachzuhören ist oder auch sich anzusehen ist, von der Juristischen Fakultät der Universität Passau und sagt, der Postel, und sagt dann, wer ich sage, Postbote, der sich in Chartres und leitender Oberarzt war auch vor seinem Senat Obergutachter in einem Strafverfahren vom Bundesgerichtshof. Und dann guckt er ins Auditorium und sagt, ja, und wissen Sie was, Postel war der beste Gutachter, besser als die gelernten Psychiater. Also ich hatte zwei psychiatrische Gutachten zu beurteilen als Obergutachter. Und das ist eine singuläre, geradezu sensationelle Stiktum, das auch so in die Öffentlichkeit noch gar nicht gedrungen ist. Der Spiegel hat ja darüber mal kurz berichtet, in einer Personalie. Einer der höchsten deutschen Bundesrichter lobt einen für etwas, für das man von einem rangniedrigeren Gericht, nämlich dem Landgericht Leipzig, ja zu Recht verurteilt worden ist. Das finde ich sehr komisch und irritierend und aber zugleich richtig. Armin Napp ist ja mein Held inzwischen. Aber ich würde sogar wissen, wie hat sich das angefühlt? Wenn Sie das, wo Sie das gesehen haben, dass der Armin Napp das gesagt hat, ich will einfach mal... Ich habe mich verstanden gefühlt. Ich habe mich verstanden gefühlt. Und außerdem, also ich meine, unter uns, mein Gutachten war auch viel besser als das dieser mediokre Psychiater. Das hat mich sehr gefreut. Aber es ist zugleich auch sehr deprimierend, wissen Sie? Das ist wirklich sehr deprimierend. Wenn Sie in so
von solchen Leuten gelobt werden. Ich bin ständig in der Arztrolle, in der Oberarztrolle in Schatten immer nur gelobt worden. Ich stand ja unter psychiatrischer Aufsicht durch 40 Ärzte und Psychologen jeden Tag, in jeder Minute eigentlich. Mich immer beobachtet. Ich stand da ja, war ja nicht irgendwer, sondern sehr prominent. Und zugleich von Staatsanwälten und Richtern bei der forensischen Begutachtung. So. Und alle sind begeistert. Ja, und ist auch traurig. Weil sie dann natürlich in der Situation sind, dass sie sagen, dass sie auch in so ein Selbstmitleid verfallen und sagen, wieso bestraft ihr mich dann? Haben Sie gehofft, dass irgendjemand das mal bemerkt? Gab es einen Punkt, wo Sie gesagt haben, wo es so ist wie ein Zug, der losfährt und man sagt, mein Gott, merkt das niemand? Das Konzept war ja so, dass ich wollte ja, es war ja klar, dass ich irgendwann das aufdecke. Begnadete Ärzte gibt es ja in sehr seltenen Fällen auch in der Psychiatrie. Aber das Thrill ist doch, dass ein Postbote kommt, von der Straße kommt und von heute auf morgen leitender Oberarzt ist. Und ich wollte mich doch öffentlich lustig machen über Psychiatrie und diese Hochstapler demaskieren. Und darum war doch klar, dass ich irgendwann mich hinstelle und sage, so. Aber das hat man mir, also die Choreografie dieser Idee hat man mir aus der Hand genommen. Das ist ja dann ein anderes Thema, aber das war immer geplant, das zu erhellen. Wie kommt man auf die Idee, wenn man sagt, ne, ich habe... Die Frage ist so naiv, genauso wie der Staatsanwalt. Das können Sie nicht fragen. Wie einer ist, so handelt er bei Eintritt des Motivs von außen. Genau, aber was war der Auslöser bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, ich möchte das gerne probieren? Denn es muss ja, man muss ja auf die Idee kommen, das überhaupt machen zu wollen, zu sagen, ich bin Postbote und dann natürlich auch, warum die Psychiatrie? Das ist aber nicht ein Auslöser. Das ist so, in der Psychiatrie würde man sprechen von multifaktoriellem Wirkungsgefüge. Dann nennen Sie mal ein paar einige sagen, ja, es ist, meine Mutter hat sich suizidiert, sich umgebracht, weil sie durch Psychiater falsch behandelt wurde. Meine Mutter hatte Depressionen und hat antriebssteigernde Medikamente gekriegt, nicht aber depressionslösende Medikamente, mit der Folge, dass sie das Destruktive der Depression im Suizid ausagiert hat. Das war mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war die eine Geschichte. Die andere war, dass ich meine Freundin hatte, die in der Facharztausbildung war zur Nervenärztin, als ich ganz klein war, noch irgendwie 23 oder 24. Und dann diese Psychiater kennengelernt habe, aus der Froschperspektive damals und die sich erdreisteten, andere Menschen in der Klinik gewaltsam, also durch psychiatrische Machtmittel zu behandeln und mit ihrem eigenen Leben überhaupt nicht zurechtkamen. Macht das und wütend? Und für mich so arme Würstchen in Dauererektion waren eigentlich. Und ich es auch verachtet habe. Ja, es macht auch wütend. Und drittens war ich selber mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie über ein Wochenende, weil ich wegen eines schlechten Schulzeugnisses von zu Hause weggelaufen bin. So, und dann war ich im Vorfeld der Bewerbung um diese Oberarztstelle, in einer Situation, in der ich mich befand wie so ein UFO im Weltall und nicht angebunden war an irgendetwas. Und ich habe in der Leipziger Hauptverhandlung dem gesagt, dass hätte ich eine Verantwortung gehabt, auch nur für einen Hund, hätte ich das niemals gemacht. Was den Staatsanwalt zu der sehr schlichten Frage veranlasst hat, warum haben Sie sich denn keinen Hund gekauft? Aber das stimmt. Hätte ich eine Verantwortung gehabt, hätte ich das nicht gemacht. Es war egal, ob ich im Straßengraben damals verendet wäre oder einen Nobelpreis gekriegt hätte, es hätte kein Mensch interessiert. In der Situation war ich eigentlich in einer verzweifelten Situation. Und zur Abwendung dieser Melancholie, depressiven Verstimmung, habe ich mich in Sachsen um die Stelle beworben und mit dem Einwurf der Bewerbung in den Briefkasten hält sich die Stimmung auf, weil ab dem Zeitpunkt habe ich nur Erfolg gehabt. Das ist so schwierig. Sie haben nur Erfolg in der Rolle und werden dann von irgendeinem Gericht, das Sie übrigens vorher immer ganz toll fand in Ihrer Sachverständigenrolle, bestraft. Da fragen Sie sich, wofür. Aber ich bin sehr versöhnt mit der Strafjustiz, es ist alles in Ordnung. Und ich habe dem Vorsitzenden Richter nach der Urteilsverkündung gesagt, der hat sich quasi entschuldigt, er hat gesagt, ja, Sie hätten es irgendwie billiger nicht machen können. Und ich habe ihm gesagt, dass irgendwie mein Narzissmus, also ein milderes Urteil auch meinen Narzissmus gekränkt hätte und dass ich das völlig richtig fände. Aber in Wahrheit war es natürlich ein Racheurteil der Justiz. Das ist völlig klar. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Sie haben gesagt, den Umschlag haben Sie eingeworfen und ab dem Moment kam der Erfolg. Als Sie den Umschlag in diesen Briefkasten geworfen haben, haben Sie da im Ernst gedacht, dass das klappt? War das so, das wird klappen oder war das nie im Leben, werden die sich bei mir melden? Doch, natürlich.
Ich wusste, als ich mich diesen Umschlag da eingeholt, ich wusste, dass ich die Stelle bekomme, vollkommen klar. Überhaupt nicht daran gezweifelt. Und dann gab es ja ein Bewerbungsgespräch sicherlich, dann waren Sie dort. Können Sie da mal erzählen, wie ist das Bewerbungsgespräch abgelaufen? Sie haben sich da ja, glaube ich, gegen 39 Mitbewerber sozusagen durchgesetzt. Wie war dieser Moment, wenn man dorthin geht? Waren Sie aufgeregt und haben gedacht, hoffentlich fliegt das nicht auf? Nein, überhaupt nicht. Ich bin da nicht aufgeregt, weil ich habe... Ich bin nicht aufgeregt gewesen. Ich habe das Herz derer erreicht, die zu entscheiden hatten. Und ich wusste nicht weniger über Psychiatrie als diese Ärzte. Und ich konnte mich, wissen Sie, das Medizinstudium ist kein bildungsförderndes Studium, was nicht ausschließt, dass es Ärzte gibt, die, obwohl sie Arzt sind, dennoch gebildet sind, gelegentlich, selten, kommt vor. Aber in Psychiaterkreisen eher auch nicht so. Und ich kann ja doch mit der Sprache ganz gut umgehen und ich kann auch zusammenhängende Dinge erkennen und beschreiben. Und das ist Ärzten in der Regel nicht so gegeben. Und darum war ich ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung da. Außerdem war ich frech und nicht devot. Und ich habe denen auch erklärt, wen sie eigentlich haben wollen. Das wussten die nicht so ganz genau. Und man muss ja zumindest mal in irgendein Buch geguckt haben oder mal bei einem... Ich habe mich ernsthaft immer interessiert für Motivationspsychologie, warum Menschen sich wie verhalten. Ich habe mich für Menschen interessiert und ich habe mich auch für Psychologie interessiert, und aber nicht so akademisch oder so und auch nicht gezielt. Ich habe dann natürlich die psychiatrische Nomenklatur, die psychiatrische Sprache gelernt. Das ist aber ja eine sehr, sehr ein enger Bezirk, den auch jede dressierte Ziege sich auswendig lernen kann. Und wenn Sie einmal eine Sprache beherrschen, dann können Sie alles formulieren, was immer Sie wollen. Was ich vorhin auch gefragt habe, jetzt haben Sie die Zusage bekommen. Eine Zusage, dort Arzt zu werden, ne, in der sächsischen Klinik. Was löste das aus? Es muss doch ein Gefühl sein. Denkt man da, sind die doof? Das kann doch nicht sein. Oder löst es aus? Ist es ein Erfolgsgefühl? Was das Gefühl? Können Sie sich erinnern? Erfolg ist, weißt du, das ist keine Kategorie, in der ich denke. Was ist Erfolg? Aber was das Gefühl interessiert mich. Was hat es ausgelöst? Das große Staunen. Dass Psychiater nicht so intelligente Leute sind, das war mir immer klar. Aber dass sie auf so niedrigem Niveau ihre Sachen, ihr Süppchen kochen, das hätte ich nicht für möglich gehalten, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Und die Verachtung dieses Berufsstandes, also nicht einzelner Menschen, um das auch mal zu sagen, überhaupt nicht. Es gibt auch sogar unter Psychiatern wirklich gute Leute, die auch gute Sachen machen, aber nicht qua ihrer psychiatrischen Ausbildung, sondern qua ihrer menschlichen Qualität. Aber Psychiatrie lebt von Sprachakrobatik und von Hochstapelei, und ich bin doch das beste Beispiel. Da kommt jemand von der Straße und macht da den Aufstieg bis hin in eine Chefarztposition. Das können Sie nicht machen in der Bäckerei. Sie können nicht kommen und sagen, ich bin irgendwie ein Bäckermeister, weil Sie das halt nicht können. Und in der Psychiatrie können Sie alles. Sie müssen nur mit der Sprache umgehen können. Und was man allerdings, was dann die Spreu vom Weizen trennt, ist dieses Einfühlungsvermögen, das ich habe. Das ist mir dann natürlich sehr zu Pass gekommen. Ich wusste halt mehr als andere, weil ich anders gesehen habe oder geschaut habe. Sie haben die Stellenausschreibung gelesen, Oberarzt gesucht, wo Sie gesagt haben, Sie haben sich darauf beworben. Haben Sie da explizit geguckt oder ist Ihnen das in den Schoß gefallen? Ja, in den Schoß gefallen. Da habe ich mal Lust, das mache ich jetzt mal. Nee. Ich war damals in Münster, habe in Münster gelebt und war in der Universitätsbibliothek und bin irgendwie, wollte was ganz anderes da und war im Medizinbereich gelandet, und da lag das Deutsche Ärzteblatt, und das habe ich mir genommen und habe da mal ein bisschen drum gelesen, da einige Sachen auch ganz interessant fand, und dann habe ich den Stellenteil durchgeguckt und dann war diese Stelle da ausgeschrieben und dann hat sich das so ergeben. Man weiß ja letztlich, es ist ja schwierig, also die tiefsten Motive seines Handelns, die kann man zwar in Sprache fassen, aber was man da in Sprache fasst, muss ja mit der Realität nichts zu tun haben. Also wie einer ist, so handelt er. Und ich hätte auch anders handeln können. Darum ist die Frage so dumm, warum haben Sie das gemacht vor Gericht? Dann sagt man ja, weil ich war in der Situation, meine Freundin hat mich verlassen und dies und das. Und da kommt immer die weitere Frage des Staatsanwalts, ja, ein anderer hätte das in der Situation nicht gemacht. Ja,
Klar, aber stell nicht solche dämlichen Fragen. Wie einer ist, so muss er handeln, bei Eindruck des Motivs. Ich hätte auch anders handeln können, aber dann hätte ich ein anderer sein müssen. Dann fragen wir anders, was war die treibende Kraft für Sie, sich so zu entscheiden? Ich kann ja doch nur sagen, was ich mir so zurechtgedacht habe. Die treibende Kraft war, ich glaube, dass das Grundmotiv war der Suizid meiner Mutter. Weil das, also man muss sich das so vorstellen, der Suizid meiner Mutter kam für mich aus heiterem Himmel. Das müssen Sie sich vielleicht so vorstellen, dass wenn Sie jetzt zu Hause anrufen und dann nimmt die Polizei den Hörer ab und Sie wollen ihr Kind sprechen und der Polizist Ihnen sagt, Ihr Kind hat sich gerade erhängt. Da passiert was. Und ich glaube, dass das letzte Motiv war, soweit ich sozusagen das selber beurteilen kann. Mhm. Und ich wollte mich rächen und ich wollte mich öffentlich lustig machen über Psychiatrie und Psychiatrie vorführen als Hochstapelei und Schwafelkunst und wollte beweisen, dass Psychiater jede dressierte Ziege sein kann und jeder dumme Volksschüler. Ich bin ja kein intelligenter Mensch oder kein gebildeter Mensch. Ich habe ja bewiesen, dass Psychiatrie jeder kann und ich bin ja dafür gefeiert worden. Also ein Chefarzt der Psychiatrie schreibt, Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartung. Also ich glaube nicht, dass das jeder kann. Da muss ich nee, jeder sehen. Kann das nicht. Jeder kann das nicht. Nein. Ich glaube schon, es braucht ein paar Voraussetzungen, die Sie mitbringen, damit das überhaupt, damit so was möglich ist, man so eine Täuschung durchzieht. Haben Sie denn, wenn... So eine Täuschung. Vielleicht ist das, was ich gemacht habe, ist doch viel mehr Aufhebung aller Täuschung. Ich habe doch katalysierende Wirkung gehabt. Mhm. Für begabtere Leute. Die Psychiatrie hat sich da auch nie gefragt. Das wäre doch, man hätte doch selbstkritisch sagen müssen, Mensch, da kommt jemand von der Straße und ist bei uns so erfolgreich, dass wir nur Angst haben, er könnte wieder gehen. Da müssen wir doch mal verdammt nochmal selbstkritisch darüber nachdenken, was mit uns los ist. Nein, nein, das macht die Psychiatrie nicht. Man pathologisiert. Und dann ist es ja sehr interessant gewesen. Ich bin ja dann im Rahmen meines eigenen Strafverfahrens durch zwei Koryphäen der forensischen Psychiatrie begutachtet worden. Und was aus dieser Begutachtung, weil man das Bedürfnis hatte, natürlich jemanden, der also als Postbote kommt und Oberarzt wird in der Psychiatrie und auch erfolgreich ist, da hat man natürlich das Bedürfnis, den zu pathologisieren. Weil ich, wenn ich jemanden pathologisiere, ich ja zugleich mit dem Akt der Diagnose auch zugleich immer sage, ich aber bin gesund und du bist krank. Ich war in U-Haft in Leipzig und zur Begutachtung wird man eigentlich dann per Transport von einem Gefängnis zum anderen dahin gefahren, wo dieser Professor in diesem Fall nach Essen sich aufhält. Ne? Und das geht dann über mehrere Wochen. Das ist sehr entsetzlich mit so einem Gefängniswagen. Und dann habe ich meinem Anwalt gesagt, sagen Sie, rufen Sie den an und sagen Sie, der soll hierher kommen. In Leipzig. Und mein Anwalt gesagt, das glauben Sie nicht im Ernst, der ist Lehrstuhl, den haben wir einer der berühmtesten Leute in Deutschland, der kommt doch nicht zu Ihnen, weil Sie keine Lust haben, da hingebracht zu werden. Dann habe ich gesagt, machen Sie es. Dann hat er eingewilligt und das habe ich dann hinterher auch erfahren, warum. Nämlich weil er mit seiner Assistentin kam und ich aus dem Inbegriff dieser Situation während der Exploration gesehen habe, dass zwischen den beiden sich einiges abspielt. Und da war klar, dass der ist ja nicht nach Leipzig gekommen, weil er mir diesen Transport ersparen wollte, sondern weil er die Gelegenheit hatte, da 3 Tage und vor einigen Nächte mit seiner Assistentin da irgendwie sich zu beschäftigen. Ja. Und ich bin dann begutachtet worden, was aus dieser Begutachtung, was da rauskommt, das war mir völlig klar, vollkommen klar. Narzisstische Persönlichkeitsstörung und... ich habe mir gesagt, mit sowas wird man im Westen geboren, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und das ist eine Voraussetzung, um Karriere zu machen. Und ich glaube nicht, dass es ganz viele Führungskräfte auf einem Top-Level gibt, die nicht an solcher narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Außerdem ist es ein willkürlicher Begriff. Also ich meine, Selbstliebe ist okay. Also Bescheidenheit bei mittelmäßigen Talenten ist bloße Ehrlichkeit und bei großen Heuchelei. Also was ist gegen eine ordentliche... ist Selbstliebe eigentlich zu sagen. Es ist mir auch völlig egal. Aber die Hybris dieses Professors, der mich begutachtet hat, lag da daran oder kam so schön in die Sichtbarkeit. Ich wollte dieses Gutachten haben, weil ich es lesen wollte. Und dann, das wollte der verhindern und hat dem Gericht gesagt, dass man mir das bitte nicht aushändigen möge, weil es könnte mich suizidal machen.
Und diese solche Äußerungen fand ich halt sehr interessant. Also er hat für möglich gehalten, dass mich sein Geschreibsel irgendwie emotional berühren würde. Mich würde wahnsinnig interessieren, wenn Sie Ihren eigenen Fall, Gerd Postel, auf dem Tisch gehabt hätten. Was hätten Sie, also Sie hätten sich selber begutachten müssen. Was hätten Sie denn geschrieben über sich selbst, über Gerd Postel? Ja, ich habe ja nicht so die Neigung zum ich hätte das Phänomen beschrieben und ich hätte nicht gewertet. Und ich hätte nicht das Interesse gehabt, jemanden für krank zu erklären. Es ist auch die Frage, ob es psychiatrische Erkrankung überhaupt gibt. Oder ob es auch das Recht des Andersgearteten auf respektierende Anerkennung seiner Andersartigkeit. Ich finde, Psychiatrie hat nach dem Fall Gerd Postel jede Autorität verloren. Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die in die Psychiatrie kommen, weil sie andere Menschen gefährden. Ja. Hatten Sie da jemals, wie soll ich es nennen, haben Sie da jemals eine Diagnose gestellt? Ja, ständig. Wo sie auch wussten, oh jetzt, und hat man da Skrupel und sagt, Mensch, jetzt muss ich wirklich aufpassen, jetzt geht's wirklich, wenn ich jetzt eine falsche Diagnose stelle, dann Medikamente falsch... Nein, habe ich nie gehabt, diese Skrupel, weil ich hatte zu Beginn natürlich Skrupel, aber als ich dann gesehen habe, wie echte Psychiater so in der Klinik agieren, was sie mit Menschen machen, haben sich die Skrupel schnell gelegt. Wie agieren die denn? Was haben sie denn wahrgenommen? Bitte? Wie agieren die? Was haben sie denn da? Was Psychiater mit Menschen machen. Also wehrlose Patienten ans Bett binden und Elektrokrampftherapien verwenden und all so Sachen. Und ich bin ja angetreten sozusagen, sie helfen ja den Menschen im Grunde schon, indem sie ihnen sozusagen psychiatrischer Hilfe entziehen. Also Hilfe in Anführungszeichen entziehen. Also Psychiater, also man sollte, wenn man einen Psychiater sieht, sollte man weglaufen. Sonst ist man schnell geliefert. Und wenn Sie einmal auf der psychiatrischen Station sind, auf der geschlossenen im Übrigen, können Sie tun, was Sie wollen, weil jegliches Handeln wird sozusagen nur diagnosebestätigend ausgelegt. Sagen Sie, ich will hier raus, dann sagt Ihnen jeder Psychiater, der Patient ist nicht krankheitseinsichtig. Haben Sie sich entschlossen, anders zu handeln? Anders? Ja, natürlich, ich hatte ja ein Konzept. Ich war gegen repressive Psychiatrie, unterdrückende Psychiatrie, Gewaltpsychiatrie. Psychiatrie ist ja, es gibt den Fall Mollat und es gibt tausend, gab schon immer und wird hoffentlich und gibt auch jetzt tausende Mollats in Kliniken, die verwahrt werden und die keine Chance haben. Und ich wollte ja was anderes. Ich war ja gegen repressive Psychiatrie. Das war ja mein Konzept. Ich habe nicht einen einzigen Menschen zwangseingewiesen in der ganzen Zeit. Sondern wie sind Sie da an die Menschen? Na, wenn ein Alkoholiker kommt und der nicht und sagt, ich will mich zu Tode saufen, dann soll er das tun. Ich habe doch nicht das Recht, ihm zu sagen, nein, ich will nicht, dass du dich zu Tode saufst. Und bitte, das Selbstbestimmungsrecht hat jeder. Wie haben da die Patienten auf Sie reagiert und auch die Angehörigen? Fanden die das gut? Gut, oder? Ja. Ich habe ja wirklich, so seltsam das klingt, ich habe ja wirklich gute Arbeit geleistet, die von allen anerkannt wurde. Hinterher ist viel geredet worden, aber das hat ja wenig Autorität. Aber ich hab meine Sache gut gemacht. Es ist ja auch interessant, dass im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht ein einziger Fehler nachgewiesen worden ist. Nicht ein einziges eine einzige Falschbegutachtung. Nichts. Ist doch seltsam, ne? Wenn da einer, ein Postbote, ist Oberarzt einer Klinik über mehr als 2 Jahre, und dann kommt das raus und dann wird ermittelt und dann findet nicht einen einzigen Fehler. Wohl aber einige Zeugnisse, in denen steht, Herr Oberarzt, Dr. Postel übertrifft die Erwartungen. Finde ich schon seltsam. Aber es ist eben auch deprimierend, weil man sagt, Mensch, die Orientierung im eigenen Leben gehen auch ein bisschen verloren. Weil wir sind groß geworden, ein Professor ist gebildet und ein Pastor ist integer und so weiter und so weiter. Und dann erleben sie korrupte Pastoren und strohdumme Professoren. Das ist auch nicht nur schön, sondern die eigenen Gewissheiten werden sozusagen erschüttert. Und dann steht man auch sehr alleine da. Ja. Dann die Zeit in Sachsen, wie haben Sie denn das generell erlebt? Sachsen, Sie haben ja eine lange Zeit dann doch hier verbracht in Sachsen. Hat sich das unterschieden im Vergleich zu anderen Bundesländern? Ja. Sie waren ja vorher auch schon mal Psychiater. Ja, ich habe in Sachsen, also wenn ich frei wählen könnte, würde ich sehr gerne in Sachsen leben. Oder ich habe die Menschen dort anders erlebt als im Westen. Die Sozialisation war ja eine völlig andere. Ich habe die Menschen menschlicher erlebt, authentischer erlebt und hilfsbereiter und solidarischer
als ich das aus dem Westen kannte. So allgemein formuliert, ganz allgemein. Und warum jemand solidarisch ist, ist dann auch noch die Frage, welches das Motiv ist. Aber so, ich hab sehr gerne in Sachsen gelebt. Das war eine großartige Zeit, auch die Nachwendezeit. Das war ja, ich war ja Zeitzeuge. Ich habe ja so Sachen erlebt, die man gar nicht in Worte fassen kann, was da so alles so passiert ist. Und das fand ich hochinteressant. Und für mich war das ein einziges Bildungserlebnis. Und ich kann heute sagen, dass ich überhaupt gar nichts bereue, sondern unglaublich viel gelernt habe. Und zwar in jeder Phase des Verfahrens. Bewerbung, die Arztzeit, die Gefängniszeit, die künstlerische Nachbetrachtung. Bis heute hin. Und inzwischen hat sich das zum Klassiker entwickelt. Es gibt einen Gerd Postel Fanclub in Berlin. Und. Was machen Sie heute? Das fragen sich natürlich viele. Wie leben Sie? Ja, ich muss nicht jedes Informationsbedürfnis befriedigen. Ich bearbeite meine Bildungsdefizite und bin dabei, ein neues Buch zu schreiben und gehe meinen Dingen nach. Wenn Sie den Gerd Postel von heute vergleichen mit dem Gerd Postel, sagen wir mal mit 23, Sie haben ja viel erlebt und hat sich viel getan. Wie würden Sie sagen, würden Sie den einen und den anderen beurteilen? Wo ist da der Unterschied? Damals auch wirklich ziemlich narzisstisch und so und ziemlich dachte, ich kann die Welt verändern. Heute bin ich an einem Punkt angelangt, ich finde mich auch gar nicht so toll, wie es hier vielleicht auch in diesem Interview wieder scheint. Aber ich selbst bin übrigens nichts weniger als ein Hochstapler, überhaupt nie gewesen. Und auch übrigens kein Lügner, ich bin völlig unfähig zur Lüge. Nur die Betrüger zu betrügen, das ist eines der schönsten Spiele überhaupt. Aber ich wäre unfähig irgendwie... Man kann anständige Leute nicht hintergehen. Und ich würde heute auch gar nicht mehr leben, wenn ich nicht sehr gute Leute um mich hätte. Und die habe ich natürlich auch nur deshalb, weil ich auch ein treuer, integrer Mensch bin. Weil wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben wären, hätte ich mich mit diesen Menschen nicht umgeben können, die... mich auch in Situationen, in denen es mir sehr schlecht ging, stabilisiert haben. Wenn es jetzt Leute gibt, andere Ärzte, die Sie bewundert haben, wo Sie auch gesagt haben, die haben gesagt, der ist toll, der macht seine Arbeit super. Und jetzt wird klar, dass Sie es ja eigentlich mit dem Postboten zu tun hatten. Da geht man ja, oder ich kann mir vorstellen, dass viele Ärzte auf Abstand gegangen sind oder dann gesagt, vielleicht sogar ihre eigene Haut gerettet haben und gesagt haben, ja, das habe ich sowieso gewusst. Ja, mein Chef hat im Nachgang gesagt, ich würde leiden an einer malignen Persönlichkeitsstörung. Das finde ich sehr interessant. Maligne Persönlichkeitsstörung gibt es nicht. Mhm. Im ICD-10, das ist das internationale Klassifikationssystem psychiatrischer Erkrankungen, da ist jede psychiatrische Diagnose verzeichnet. Maligne ist lateinisch und heißt Bösartigkeit. Also bösartige Persönlichkeitsstörung, das gibt es nicht in der Psychiatrie. Das hat außer Herrn Dr. Krömker noch nie, hat es jemand jemals formuliert. Das ist aber interessant. Ein Psychiater sagt dann, ich würde leiden an einer malignen Persönlichkeitsstörung, um auszugrenzen und um seine Haut zu retten. Der Mann ist ja dumm gewesen. Er hätte einfach nur sagen müssen, Gerd Postel war grandios. Der beste Oberarzt, den ich je hatte. Denn das hat er gedacht und das hätte er jetzt hinter stehen müssen, aber das war halt nicht zu erwarten. Aber ich habe Ihre Frage, ich weiß gar nicht. Die Frage ist eigentlich die, jeder Mensch möchte ja, also Sie haben es ja über einen langen Zeitraum, waren Sie Oberarzt. Hm? Jetzt möchte man ja auch eventuell Freunde, man lernt Menschen kennen. Das geht nicht. Geht nicht. Nein, aber. Sie können nicht, darum war das ja auch ein begrenztes Geschehen, ich hätte das nie ewig gemacht, weil das sehr, sehr, mit sehr großer... sehr, sehr großer Einsamkeit einhergegangen ist. Das ist ja der Preis, den ich dafür gezahlt habe. Weil Sie können ja nicht ideelle Beziehungen eingehen, weder Liebesbeziehungen, noch Freundschaften, noch irgendwie menschliche Nähen zulassen. Das geht nicht. Ja, aber wie hält man das denn aus über so einen langen Zeitraum? Indem man sehr viel arbeitet, indem man distanzierte Beziehungen zu auch nicht uninteressanten Menschen hat. Man kriegt ja viel zurück von Patienten, denen man wirklich hilft. Und indem man viele Bücher liest, ich habe unglaublich viel gelesen, und seine Pfeife raucht und so ein monastisches, mönchisches Leben lebt. Weil distanziert bedeutet ja in dem Fall, dass ich mich nie hundertprozentig auf jemanden einlassen kann. Nein, auch nicht nur, auch nicht 10, auch nicht 20. Weil der sieht mich ja nicht, der sieht mich ja nicht wirklich. Ja, genau. Und da habe ich ja gerade erklärt, deshalb die Einsamkeit. Und das ist der Preis dafür. Und darum hätte ich das auch, weil diese Einsamkeit deformiert auf Dauer. Und war es das wert? Ja,
weil es hat mich ja nicht deformiert. Allemal war es das wert. Ich wäre heute nicht der, der ich bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit. Wer sind Sie denn heute? Also ich kann das oberflächlich sagen. Ich bin sehr viel selbstbewusster geworden. Oder das Selbstbewusstsein in mir ist herausgearbeitet worden. So muss man sagen. Es ist ja alles veranlagt. Thema Frauen. In Ihrer, ja, Sie waren mit vielen Juristinnen zusammen. Ja, sein Medizinstudium absolvierte er in den Betten von Ärztinnen. Genau, Ärztinnen, Juristinnen. Was haben wir noch? Eine Richterin, eine Staatsanwältin? Das ist völlig doch gleichgültig. Aber eben doch intellektuell, sehr intellektuelle Frauen? Nein. Ich meine, weil einer Richterin, das muss ja doch nicht intellektuell sein. Aber es stimmt schon, wie entsteht seelische Nähe? Ich muss mit jemandem sprechen können. Wenn ich mit jemandem nicht sprechen kann, kann ich nicht mit jemandem die Wohnung teilen oder irgendwie auch sonst mich auseinandersetzen. Also ich jedenfalls nicht. Es gibt ja Leute, die das können. Aber ich muss mich austauschen können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mit einer Juristin besser kann als mit irgendwie einer Friseuse, ist groß. Wie ist denn das überhaupt aufgeflogen, dass Sie gar kein Oberarzt sind? Es gab eine Ärztin aus dem Westen, die in ihrem Oberarztbereich mit der Oberärztin nicht klarkam. Und das konnte ich verstehen, weil auch ich fand, dass diese Oberärztin eine ziemlich blöde Kuh war. Und dann habe ich diese Ärztin, diese Assistenzärztin aus deren Oberarztbereich rausgenommen und in meinen zu mir geholt. Und dann hat sie Urlaub gemacht, zu Hause. Und hat ihren Eltern erzählt, dass sie jetzt im Oberarztbereich des netten Dr. Postel sei. Und auch so viel lernen würde und überhaupt so nett sei und so. Und auch aus dem Westen käme. Und dann hat sich die Mutter des Namens erinnert, weil die Mutter ein bisschen lose befreundet war oder bekannt war mit meiner Mutter. Und dann hat man sich erinnert und so ist es rausgekommen. Und dann hat sie am nächsten Tag dem Chefarzt das gesagt. Und dann? Und dann piepste mein Piepser und ich rief Frau Malinka an, das war die Chefarztsekretärin, und sie sagte, ich sollte zum Chefarzt kommen. Das klang sehr ernst und ja, dann bin ich da hingegangen und dann sagte sie mir, und gehen Sie aber bitte jetzt nicht sofort rein. Da habe ich gesagt, doch, das mache ich, seit ich hier arbeite. Bin in das Zimmer reingegangen. Und dann hat er zu mir gesagt, auf Ihnen lastet ein schwerer Verdacht. Das ist eine interessante Formulierung, also er weiß ich offenbar nicht. Lastet ein schwerer Verdacht. Und dann ist was Lustiges passiert. Achso, und dann habe ich, das weiß ich aus den Ermittlungsakten, nicht aus der Erinnerung, sondern dann habe ich gesagt, das hat aber lange gedauert, spontan. Und dann weiß ich weiter aus den Ermittlungsakten, das finde ich sehr interessant. Er hat dann die Polizei angerufen. Also er hat gesagt, auf ihn lastet ein schwerer Verdacht und es müsste geklärt werden und ich soll am Morgen um 10 Uhr zu einem Gespräch kommen mit einem Vertreter auch des Ministeriums in sein Zimmer. Und dann hat er die Polizei angerufen, Grimma, und hat gesagt, er sei Chefarzt der psychiatrischen Klinik und sein Oberarzt sei Postbote. Und die Polizei hat den Hörer aufgelegt, weil sie sich veräppelt gefühlt hat. Und das hat er noch zweimal wiederholt und die Polizei hat zweimal den Hörer aufgelegt. Also ein Chefarzt einer Psychiatrie ruft an und sagt, sein Oberarzt sei Postbote und das fand ich sehr lustig. Und naja, und dann habe ich gedacht, dass das jetzt irgendwie nicht sinnvoll ist, hier zu bleiben. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Berlin gefahren. Und dann folgte eine lange Flucht. Ja, das war eigentlich die schlimmste Zeit. Ich habe dann unter einem anderen Namen, ich bin dann nach Berlin gefahren, war dann ein paar Tage im Hotel und habe mir dann eine Wohnung gemietet, in einer ganz schönen Lage. Und habe dann, das war ganz interessant, das ist irgendwie rausgekommen, am Donnerstag und am Dienstag hatte ich einen Termin zur Erstattung eines gerichtlichen Gutachtens vom Landgericht Chemnitz. Und den habe ich ja nicht mehr wahrnehmen können, ne? Da habe ich aus Berlin pflichtbewusst, wie ich bin, aus einer Telefonzelle, den Vorsitzenden Richter dieser Strafkammer, der dann auch Vizepräsident des Landgerichts wurde, Herrn Wirth, zu Hause angerufen. Abends um 8. Und habe gesagt, Herr Wirth, sitzen Sie? Und dann hat er gesagt, jetzt machen Sie es nicht so spannend, was ich sage, Sie setzen sich mal hin.
Und ich habe gesagt, ich kann diesen Termin nicht wahrnehmen am nächsten Dienstag. Und er hat gesagt, doch, das müssen Sie. Er hätte Zeugen geladen und überhaupt. Ich sagte, das geht nicht. Ich sage, pass auf, ich sage Ihnen, warum. Und dann habe ich diesem Richter gesagt, warum ich diesen Termin nicht wahrnehmen kann. Nämlich, weil ich nie Medizin studiert habe und jetzt sei alles rausgekommen. Das hat er nicht verstanden. Und dachte, ich bin irgendwie betrogen. Ja, und dann habe ich diese Wohnung angemietet und da habe ich dann gelebt. Und ich wusste irgendwie, dass ich wollte mich diesen Konsequenzen auch gar nicht entziehen. Aber das war Mai und ich hatte eine Todesangst vom Gefängnis und ich konnte ja nicht irgendwie freiwillig da sagen, jetzt sperrt mich ein. Und dann sind so Sachen passiert. Es gab dann eine Sendung in der Fahndungsakte, das war irgendwie so eine ganz üble Hetzsendung bei Sat.1. Da ist das gesendet worden, ne? Also sowas ähnliches wie Aktenzeichen XY ungelöst. Und ich hatte in Berlin eine Juristin, die mir das gesagt hat. Und dann fand ich das sehr komisch. Da habe ich gedacht, naja, es kann ja sein, ich habe jemanden erkannt. Das ist ja wirklich ein bisschen gefährlich. Und dann habe ich vor meine Wohnungstür einen Zettel gemacht. Lieber Peter, bin zu Susanne nach Bremen gefahren, bin Ende der Woche zurück. Liebe Grüße, Gerd. Habe ich an die Tür geklebt oder so an die Matte gelegt. Wer war Peter? Fiktive Namen gab es nicht. Ah, okay. Und 2 Tage später, morgens um 7, ich frühstückte gerade, ging der Fahrstuhl so verdächtig oft hoch und runter. Und meine Intuition sagte mir, da passiert was. Und dann bin ich ans Okular gegangen und 30 Zentimeter von mir entfernt standen 4 Polizeibeamte, 2 Frauen und 2 Männer. Da hat also jemand den Hinweis gegeben, der wohnt wohl da. Und das war eine harte Situation. 30 Zentimeter waren die getrennt. Und die haben sich den Zettel geguckt. Und dieser Zettel war nun der sicherste Beweis, der Gesuchte könne sich nicht in der Wohnung aufhalten, ist sie weggegangen. Wahnsinn. Und dann habe ich das auf die Spitze getrieben. Dann habe ich da so auch meine Sachen gepackt. Das war ja möbliert, ne? Und habe aus dem Telefon und wollte auch dann Berlin verlassen, weil ich dachte, so, jetzt werde ich noch eine falsche Spur legen und habe den Staatsanwalt angerufen. Und der hat sich gefreut, gesagt, ach Herr Postel, sind Sie im Polizeigewahrsam? Ich sagte, nö. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und das wäre sehr böse gewesen. Ja. Und dann hat er mir gesagt, er wird jetzt die Zielfahndung beauftragen. Und dann, ich hatte ja irgendwie viel Zeit in der Zeit, bin ich nach Stuttgart gegangen zu einer mir damals befreundeten Richterin. Die Geschichte kennen Sie, ne? Und dann habe ich Gegenermittlungen eingeleitet. Also dann habe ich versucht aufzuklären, wer denn die Zielfahnder sind. Dann habe ich mich mit Zielfahndung beschäftigt. Dann war ich in einer Bücherei, in der Polizeiakademie und so weiter und so weiter. Das führt jetzt ein bisschen weit. Und letzten Endes gipfelte es darin, dass ich dann an einem Sonntagnachmittag, es waren 2 Zielfahnder, das habe ich alles herausgefunden, 2, die sich nur mit mir beschäftigten. Und Zielfahndung ist eigentlich ein sehr effizientes Mittel, aber es braucht eine Hinleitung. Wenn Sie alles kappen, kann eine Zielfahndung Sie nicht finden. Das ist nicht möglich. Aber wenn Sie eine Frau haben oder Kinder oder Eltern oder dies oder das oder jenes, dann schon. Weil dann fängt man da an und geht weiter. Und mich konnte man nicht finden. Auch keine Zielfahndung, weil es keine Anknüpfungstatbestände gab. Das wussten die auch. Meine Gegenermittlungen haben dann ergeben. Also, wer das war, jedenfalls habe ich den einen dann Sonntagnachmittag zu Hause angerufen. Den einen Zielfahnder. Und hat gesagt, na, kommt ihr klar, läuft's. Und so. Und der dachte, er spricht mit einem Kollegen. Und sagt, ja, wer bist du denn? Ich sage, ja, läuft denn eure Postelgeschichte oder führt ihr euch an der Nase rum? Nee, hat er gesagt, das läuft schon, aber C. Und das mit dem Postel ist ja auch nicht so einfach, aber mit wem spreche ich denn? Und irgendwie hatte ich dann Erfahrung gebracht, seine Frau hatte gerade ein Kind gekriegt. Und so, und da hat er gesagt, das ist so nett mit dir und jetzt sag mal, wer du bist. Und dann habe ich gesagt, ich bin Gerd Postel. Und dann war Stille in der Leitung. Und der war völlig perplex und hat sowas sicher im Leben noch nie erlebt. Der hatte sich irgendwie bestimmt, weiß ich nicht, 8 Wochen Tag und Nacht mit mir beschäftigt. Hat mir dann gesagt, wo ich sei und ich habe gesagt, appellieren Sie jetzt bitte nicht an meine Dummheit, ich gebe Ihnen doch jetzt keine Adresse. Aber ich fand das Gespräch ganz nett und irgendwann mache ich mit diesen Sachen auch Schluss und dann komme ich auch, aber zu einem Zeitpunkt, den ich bestimme.
war ein netter Mann. Und dann habe ich auch so Sachen gemacht. Ich habe in die Frankfurter Rundschau, aber das sind alles so Geschichten, soll ich das wirklich erzählen? Ja, ich habe in die Frankfurter Rundschau lanciert, dass Gerd Postel, bisher leitender Oberarzt bei den sächsischen Kliniken Chartres, einen Ruf auf eine C4-Professur für klinische Psychiatrie an der Frankfurter Universität angenommen hat. So einfach eine Idee aus einer Fantasie in die Presse lanciert. Aber was dann passiert, war sehr lustig. Da hat der Staatsanwalt dann einen Fax geschickt an die Staatsanwaltschaft oder an die Kripo nach Frankfurt mit der Bitte, das zu überprüfen. Und wenn es sich um diese Person handelt, also mein Foto beigefügt wurde, möge man mich festnehmen, es läge ein Haftbefehl vor. Und er hat es ernsthaft für denkbar gehalten, dass ich nicht geflüchtet bin, sondern unter einem anderen Namen Direktor einer Universitätswerfe. Also es ist alles sehr lustig. Und trotzdem war die Zeit natürlich ganz schlimm, weil ich wusste, ich kann das irgendwie nicht. Ich muss mich der Sache stellen. Ja. In den Momenten, wo Sie dann überlegt haben, gut, ich muss mich stellen, das Gefängnis wird kommen oder es wird in jedem Fall einen Prozess geben. Mhm. Die Momente, wie bereitet man sich darauf vor, innerlich, emotional? Das kann man nicht, weil man Angst hat. Und Angst tötet jegliches rationales rationale Erwägung. Man hat einfach nur Angst und man hat Panik und ist verzweifelt im Grunde auch und weiß, dass das im Grunde geliehene Zeit ist, die man da jetzt beim Rotwein sitzt und seine Pfeife raucht und dass das alles Quatsch ist und dass man sich dem stellen muss und es aber zugleich irgendwie nicht kann, weil man die Fantasie, weil die Angst sozusagen eine Eigendynamik entwickelt, die sich von jeglicher Realität löst. Also ich bin im Gefängnis wirklich in Sachsen sehr, sehr gut behandelt worden und menschlich und anständig. In welchem Gefängnis waren Sie in Sachsen? Leipzig. 4 Jahre? Nee, das Urteil war 4 Jahre, aber ich bin dann nach Heilbronn gegangen, weil ich nicht wollte, dass über die Aussetzung des Strafrestes nach 2/3 eine DDR-Richterin, die ich persönlich kannte, befindet, weil das fand ich nicht, dass die qualifiziert war, solcher Frage nachzugehen. Und bin dann nach Heilbronn gekommen und bin dann ganz schnell, da hat mich dann der Anstaltsleiter kommen lassen, ich glaube, ich war 2 Wochen in diesem Gefängnis und in sein Zimmer, was eigentlich nicht geht, weil das nicht vergittert ist. Man ist da. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ja, und hätten Sie sich denn auch vorstellen können, Anstaltsleiter so eines Gefängnisses zu sein? Dann habe ich gesagt, naja, das sei ja auch keine anspruchsvolle Aufgabe oder keine intellektuelle Herausforderung. So. Und da hat er sich verstanden gefühlt und dann hat er gesagt, das Urteil fände er schon sehr hart. Das hat übrigens jeder Jurist gesagt. Ich habe bestimmt mit 100 Juristen darüber gesprochen. Ich fand es alle unmöglich hart. Und dann hat er gesagt, das werden wir jetzt mal ein bisschen korrigieren. Und dann war ich ganz schnell im Freigang und hatte alle Privilegien, die man haben kann. Mir ist wirklich gut gegangen. Zurück zur Flucht. Wann war der Moment? Haben Sie sich gestellt oder wurden Sie geschnappt? Nein, das Ganze beruhte auf Verrat. Das ist wieder eine wirklich sehr interessante, aber komplexe Geschichte. Es gab diese Richterin, die von der ganzen Sache wusste von Anfang an. Die war Strafrichterin in Esslingen. Die war eingeweiht von Anfang an. Die hat mich da auch besucht. Und die wollte auch unbedingt, dass ich zu ihr komme. Und irgendwann hat man herausgefunden, dass sie mit mir einen Kontakt hat und sie dann wohl unter Druck gesetzt. Jedenfalls die Festnahme, die dann erfolgt ist, die basierte auf einem Verrat. Die hat dann mit der Polizei zusammengearbeitet, hat an mein Mitleid appelliert und hat mir gesagt, dass es ihr irgendwie ganz schlecht ging und ich hatte wirklich Mitleid. Die Gespräche, die Telefonate mit mir so ihr so helfen würden. Und während der Zeit hat sie mit der Polizei zusammengearbeitet und dann bin ich in einer Telefonzelle mit der wirklich wie in einem James Bond-Film mit einer Pistole so vor der Nase verhaftet worden, was völlig absurd ist. Ich kann irgendwie kein Massenmörder oder Herr Breivik oder so. Und im Bruchteil einer Sekunde. Und da hat man mir die Geschichte erzählt, diese Zielfahnder, die das gemacht haben, mir die Geschichte erzählt, sie hätten eine Morgenfrühbesprechung gehabt und da hätte man meinen Fall erörtert und da hätten sie mich durch Zufall gesehen, habe ich geglaubt. Dann bekam ich von dieser Richterin einen Brief ins Gefängnis, dass ihr das alles unendlich leid tut, ich habe das alles geglaubt. Irgendwann hat mein Anwalt mir gesagt, wissen Sie eigentlich, wer Sie verraten hat? Und dann habe ich gesagt, nee, wieso verraten? Ihre kleine Richterin. Ja, aber ich habe... Haben Sie ihr verziehen? Oder? Ich habe weder... Verrat ist eigentlich das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Und diese Dinge richten sich selbst. Und ich habe überhaupt keine Emotionen entwickelt. Überhaupt nicht. Also im Ergebnis fand ich es gut, was geschehen ist, im Ergebnis.
Aber der Verrat als solcher ist natürlich unterste Schublade, weil man sowas nicht macht. Ja. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass sie eine internationale... Aber ich habe keinerlei Emotionen. Sie ist jetzt irgendwie mit dem Zahnarzt verheiratet. Mir das damals schon angekündigt, dass sie sich da gerne einen Zahnarzt haben wollte. Ist natürlich spannend, muss ich darauf eingehen. Sie haben gerade gesagt, das macht man nicht und das ist Schublade. Das klingt natürlich sehr nach Moral. Nein, ja klar, es gibt doch menschlichen Anstand. Und das ist... Jetzt werden sich natürlich viele Hörer fragen, wo ist denn aber die Moral bei einem Gerd Postel, der sich... Der die Betrüger betrügt. Ja. Das ist doch eines der schönsten Spiele überhaupt. Und das war schon immer eine List der Schwachen gegen die vermeintlich Starken. Aber anständige Menschen darf man nicht betrügen, hintergehen und belügen. Aber die Betrüger zu entlarven, ist doch ein komisches, lehrreiches und Spiel. Wie sind Sie denn aufgewachsen? Zum Haushalt. Mein Vater entstammte einer reinen Akademikerfamilie, wirklich. Bruder, einer Pastor, einer Tierarzt, der Vater ganz erfolgreicher Tierarzt. Er selber aber Kraftfahrzeughandwerker. Vielleicht hat dieser Konflikt damals, das war schon, glaube ich, eine Relevanz. Und meine Mutter, hochsensibel und empfindsam. Würden Sie sagen, es war eine schöne, behütete Kindheit? War es schwierig? Ich finde es sehr schwierig, darauf zu antworten. Also ich glaube, meine Mutter hatte sehr viel mit sich selber zu tun, war ein sehr liebevoller Mensch, aber ich glaube, wenn man den objektiveren Maßstab anlegt, dass sie sich nicht hinreichend um mich gekümmert hat. Weil sie mit sich selbst zu tun hatte? Ja, also nicht etwa aus böser Absicht oder so, sondern aus dem Grunde. Und mein Vater war eine Figur, mit der ich nichts zu tun hatte und der mich auch nicht mochte und mich auch nicht gesehen hat und kein Interesse gefunden hat an mir, weil ich eben nicht derjenige war, den er sich vorgestellt hat. Ich hätte irgendwie Panzeroffizier werden müssen oder sowas oder mich mit Motoren beschäftigen oder so. Womit haben Sie sich denn beschäftigt? Wie war mit Gedichten beschäftigt und mit Aphorismen zur Lebensweisheit und habe irgendwelche abseitigen Bücher gelesen, Gracian, das Kritikon oder so, was heute keiner mehr kennt, oder mich mit so lyrischen Dingen beschäftigt. Und ich war so für ihn ein Versager. Der lebt übrigens, das ist auch sehr interessante Geschichte. Mein Vater lebt, ist 87, lebt in der Nähe von Bremen und ich habe ihn praktisch seit dem Suizid meiner Mutter nicht mehr gesehen. Kein Kontakt mehr? Nein, und das ist irgendwie viel schlimmer, als wäre der Vater tot, weil mein Vater hat nach dem Suizid meiner Mutter den Kontakt zu mir radikal abgebrochen. Und zu jedem anderen, den er aus der Ehe mit meiner Mutter kannte. Und das ist ein Faktum. Hat sie das verletzt? Ja, natürlich. Ja, klar, es ist auch völlig krankes Verhalten, weil in so einer Situation rückt man ja eigentlich... Ich kann mir das nur dann erklären, wenn ich mich in eine therapeutische Rolle begebe. Ich glaube, mein Vater hat es nicht mehr aushalten können, mich zu sehen, weil ihn das erinnert. Und ich glaube übrigens, dass der Suizid meiner Mutter, das war ja so, dass sie wusste, dass mein Vater ohne sie nicht mehr leben kann. Davon war damals auszugehen. Und das so gemacht ist, dass ihr klar war, dass er sie finden muss und damit auch sich unmittelbar selbst umbringt. Also es gab ein Haus und sie hat sich frühmorgens um 6 umgebracht. Er kam dann von der Arbeit und ist ins Haus gegangen und es war abgeschlossen, hat dann letztendlich eine Scheibe eingeschlagen, ist dann draufgegangen und in seiner ganzen Naivität, er ist sehr unsensibel, sehr naiv, hat sie gerufen und dann sah er die Boden. Der Weg zum Boden da, diese Klappe, war offen, hat sich aber natürlich auch da nichts dabei gedacht und ist dann darauf gegangen und hat gesagt, wo bist du denn? Und hat sie hängen sehen. Und das war, also ich meine, Schlimmeres kann einem Menschen, glaube ich, nicht passieren. Das ist eine, so interpretiere ich das, das ist eine extreme Aggression meiner Mutter gegen meinen Vater gewesen. Weil sie wusste, dass wenn der das erlebt, er vernichtet es. Was er übrigens auch ist. Und ich glaube, dass das eine Rache meiner Mutter war an meinem Vater
für das, was er sozusagen an mir verbrochen habe. Meine Mutter hat davon ausgehen müssen, dass wenn mein Vater sich so findet, sich sofort umbringt. Sofort. Und in der Situation war er auch. Das war irgendwie unvorstellbar. Das ist ja für ihn völlig unvorstellbar gewesen. Aber wenn Sie das so beschreiben, haben Sie sich an irgendeinem Punkt schuldig gefühlt? Nein, überhaupt nie. Indirekt. Ich habe natürlich gedacht, wenn ich nicht ausgezogen wäre, dann wäre das wohl nicht passiert. Aber ich habe eine moralische Schuld, habe ich nie empfunden. Nee, hatte ich auch nicht. Nee, nee. Aber Ihre Mutter hat Sie so wahrgenommen und gesehen mit dem ganzen empfindsamen, fantasievollen Kind? Und ja, meine Mutter war sehr sensibel und empfindsam und mit der habe ich sprechen können und hatte ein Vertrauensverhältnis zu ihr. Und ich habe gegen meine Mutter nichts zu sagen, außer dass eine Mutter keinen größeren Verrat begehen kann, als sich zu suizidieren, sich umzubringen. Denn wenn sich jemand umbringt, dann tötet er nicht nur sich selber, sondern er tötet eine ganze Familie. Haben Sie, richtiger Satz. Ja, haben Sie damals als Psychiater, als Oberarzt in der Klinik, wenn Sie mit jemandem zu tun hatten, beispielsweise eine Mutter, die auch Kinder hat, die mit dem Gedanken gespielt hat, sich selbst umzubringen, haben Sie damit ihr anders geredet als ein Alkoholiker, der sagt, oh... Ja, klar, natürlich. Weil, natürlich, ich habe ja die Dinge selber erlebt. Ich weiß ja... Es geht nicht, dass sich eine Mutter umbringt und ihre Kinder alleine lässt. Es gibt wirklich kein größeres Verbrechen. Trotzdem bin ich auf meine Mutter nicht böse, weil ich weiß, sie hat nicht anders handeln können, als sie gehandelt hat. Und die Not war so extrem, dass sie das hat machen müssen. Aber es ist ein therapeutischer Ansatz. Das ist ein therapeutischer Ansatz. Auf einer anderen Ebene würde ich sagen, es ist völlig ausgeschlossen. Eine Mutter kann sich nicht umbringen, weil sie ihre Kinder mittötet. Und es ist wirklich wahr, man tötet sein Kind mit. Konnten Sie jemanden bewahren vom Suizid in Ihrer Amtszeit? Ja, schon. Ich habe so meine Gespräche geführt und im Anschluss an es hat Situationen gegeben. Ich möchte nicht darüber sprechen, weil das Bild zeichnet eines Menschen, der sich vielleicht so darstellen möchte. Und ich möchte das nicht irgendeiner Öffentlichkeit mich da... Das ist Selbstbeweihräucherung, daran habe ich eigentlich kein Interesse. Also jedenfalls nicht im Zusammenhang solch ernsthafter Dinge, sonst nee, schon natürlich. Aber Sie haben ja dementsprechend in der Funktion als Oberarzt in der Psychiatrie, haben Sie ja was bewirken können. Sie haben ja tatsächlich auch ganz viel zurückbekommen. Man kriegt, wenn man mit gesunden Menschen, also charakterlich intakten Menschen, die können psychiatrisch krank sein, zu tun hat, kriegt man nur in dem Maße, in dem man auch gibt. Wenn einer nicht gibt, wird er eine Weile was bekommen und wird dann nichts mehr bekommen. Man kriegt in dem Maße, in dem man gibt, aber gibt ohne Kalkül, ohne die Absicht zu haben, irgendwie auch was zurück. Also wirklich ehrlich, also wenn Sie so wollen, interesselos gibt. Es gibt eine Situation, die ich nie in der Öffentlichkeit erzählt habe und irgendwie auch ein bisschen scheu habe, das zu tun, aber ich kann es ja dennoch mal machen. In der Oberarztzeit gab es eine Situation, ich war in Chemnitz und bin in ein Gespräch gekommen durch sogenannten Zufall mit einer Frau, die ein Kind, eine Herzproblematik hatte, dreijähriges Kind oder zweijähriges Kind, die beste herzchirurgische Klinik gab es damals in London und jedenfalls hat sie mir beiläufig erzählt, ihr fehlten 20.000 Mark, aber ohne jeglichen Appell, ich hatte ihr auch nicht erzählt, dass ich Oberarzt bin, es war irgendein Gespräch. Also ich hatte dann mir erklären lassen, wie sie heißt und wo sie wohnt. Ich habe ein paar Tage später dieses Geld in den Briefkasten gesteckt, ohne, völlig anonym. Ich weiß bis heute nicht, ahnt das, aber das ist etwas, was mir unglaublich viel gegeben hat. Diese 20.000 Mark sind völlig gleichgültig gewesen. Das Geld hat sich ja damals gestapelt und ich hatte überhaupt kein Interesse an Geld, weil ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Aber es ist ein gutes Gefühl, dass das eigene Selbstwertgefühl sehr stabilisiert und als Gegengift gegen die Zumutungen vieler Leute wirksam ist, dass man weiß, dass man doch auch ein paar Sachen im Leben gemacht hat, die irgendwie sehr sinnvoll waren. Schön. Ja. Postbote oder Psychiater, was war der bessere Job? Das weiß ich nicht. Also Postbote ist kein Job für mich. Das ist irgendwas, das kann ja nicht einen Menschen, der so ein bisschen mehr über dieses Leben weiß, ausfüllen. Also völlig indiskutabel. Als Psychiater hatte ich Macht und Macht ist ja Methode und Sie können eine Methode nie von Ihrer Missbrauchsmöglichkeit her definieren. Macht ist ja nicht in sich schlecht, es kommt darauf, was Sie damit tun. Und ich hatte ein Konzept, ich glaube, ich habe ein paar gute Sachen gemacht. Und ich habe die Psychiatrie in Frage gestellt
was zu großen Irritationen geführt hat, bis heute hin. Es hat sich jetzt zum Klassiker entwickelt, Fanclub in Berlin, Homepage im Internet, Twitter-Account, der Platz und so weiter und so weiter. Und ich bin eigentlich so, glücklich kann man in dieser Welt ja nur für Momente sein. Aber ich bin mit mir im Reinen. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ich würde trotzdem gerne wissen, Macht und auch Geld machen ja süchtig viele Menschen. Fehlt Ihnen das? Nein, überhaupt kein bisschen. Kein bisschen. Die wertvollsten Dinge im Leben kann man sich eben nicht für Geld kaufen. Und ich habe überhaupt so keine materiellen Bedürfnisse. Also in dem Maße, in dem Sie geistige und intellektuelle Bedürfnisse haben, haben Sie auch weniger materielle Bedürfnisse. Solange die Grunddinge abgesichert sind und so. Aber ich habe irgendwie kein Interesse an goldenen Uhren oder schnellen Autos, sondern an Erkenntnisfortschritt. Und so, ich würde gerne so mein mangelndes Wissen ein bisschen ersetzen durch etwas mehr Einsichten. Sie sagen mangelndes Wissen. Sie haben, glaube ich, das Abiturzeugnis sogar gefälscht damals. Wie war denn Ihr Schulbildungsweg? Ja, der war irgendwie Volksschule in so einem Dorf bis Klasse 4, dann Hauptschule in Bremen, Klasse 9, abgegangen mit so einem mittelmäßigen Zeugnis. Ich hätte eigentlich zum Gymnasium gehen sollen, aber das ging deshalb nicht, weil ich nicht rechnen kann. Und es gibt so ein Äquivalent zur Legasthenie, Lese- und Rechtschreibschwäche. Das nennt sich, das heißt mal so, Arithmastenie oder Dyskalkulie. Also ich kann nicht rechnen, ich könnte nicht eine Rechenaufgabe so von Klasse 3 lösen. So. Ich kann das nicht. Und deshalb bin ich nicht zu einem Gymnasium gegangen. Aber ich habe ja trotzdem meinen Weg gemacht. Ich bin darüber auch eigentlich gar nicht mehr bitter. War ich kurzfristig mal, weil ich weiß, dass ja dumme Ärzte, die mir intellektuell nicht das Wasser reichen können, irgendwie etabliert leben. Das hat mir schon wehgetan. Aber inzwischen nicht mehr, weil wenn ich Abitur gemacht hätte, vielleicht hätte ich tatsächlich Medizin studiert, dann wäre ich heute vielleicht irgendwie so ein niedergelassener Allgemeinmediziner mit einer blonden Krankenschwester verheiratet, einem Mercedes-T-Modell und zwei Kindern, die man zum blöden Pianounterricht schickt oder so. Ich habe ja was sehr Besonderes gemacht. Und ich bin mit mir im Reinen. Diese Rolle, die Sie da gespielt haben, vergisst man das zwischendurch? Ist man das komplett oder sagt man, jetzt habe ich wieder Visite, jetzt geht es wieder los, jetzt spiele ich die Rolle. Wie kann man sich das vorstellen? Nein, wenn ich nicht um diese Rolle gewusst hätte, dann wäre ich ja krank gewesen. Also wenn ich der Meinung gewesen wäre, ich bin Oberarzt, wäre ich ja schon so ein Fall für Haloperidol gewesen. Ich habe das natürlich immer gewusst. Aber es war für mich auch kein Spaß nur. Ich habe ja ein wirkliches Konzept gehabt. Ich bin ja nicht durch die Klinik gelaufen und gedacht, ich bin der Oberarzt und ich habe zwei Piepser und ich habe Macht. Sondern ich hatte ja einen Inhalt. Ich wollte ja was. Ich habe mich ja engagiert. Es gab da Erbschleicher und die wollten ein Gutachten haben. Also ein konkreter Fall, weil sie erben wollten. Und das habe ich mir erklären lassen von der alten Frau. Und ich habe dieses Gutachten nicht ausgestellt. Sondern bin mit dieser Frau zu einem Notar gefahren. Das war ein persönliches Engagement. Und die hat ihr Testament geändert und hat ein bisheriges zugunsten dieser Leute aufgehoben. So. Das ging weit über das hinaus, was man als Psychiater oder als Oberarzt in der Klinik hätte machen sollen. Aber das weiß ich. Und so hat es eine ganze Reihe von Situationen gegeben, wo ich eingegriffen habe in Vollzüge, die sich sonst sehr übel entwickelt hätten. Und das ist schön. Wie ist so eine Visite abgelaufen? Ja, Oberarztvisiten in psychiatrischen Krankenhäusern im Osten waren Pontifikalämter. Das waren feierliche Veranstaltungen. Es gab eine bestimmte Rangordnung, ich bin vorgegangen, bin in das Zimmer gegangen und dann gab es drei Stationsärzte, zwei Psychologen, drei Schwestern, Pflegedienstleute, die standen alle um mich herum, die durften aber nichts sagen. Und der Stationsarzt hat mir den Patienten vorgestellt und ich habe dann drei Fragen gestellt und meine Entscheidungen dazu getroffen. Da gab es einen Psychologen, der hat mir immer bei der Patientenvorstellung am Krankenbett die Diagnose des Patienten gesagt, die mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert hat. Aber er konnte mir den Befund nicht erklären. Das ist ein bisschen seltsam, wenn jemand die Diagnose weiß, aber nicht weiß, wie er zu dieser Diagnose gekommen ist.
Also ich war in unangefochtener Position. Völlig unangenehm. Das ist das, was mich am meisten überrascht hat. Ich war ja immer, also auch ganz bewusst, nie in der Defensive, sondern immer in der Offensive. Und das erstaunt mich schon bis heute. Und das ist auch nicht ganz einfach, damit fertig zu werden, so, weil das ja schon alles Mögliche in Frage stellt, was uns Halt gibt. Ich habe übrigens Ärzte mit somatischen, also mit Internisten, mit Chirurgen, überhaupt nie ein Problem. Ganz im Gegenteil, die finden mich ganz großartig. Weil die natürlich auch wissen, dass Psychiater eigentlich so auch Ärzte sind. Ich kenne Ärzte, die Psychiatrie steht in der Nähe zur Astrologie und ist keine Wissenschaft, sondern ist ein astrologisches Verfahren. Und das weiß jeder Chirurg und das weiß jeder Internist und schon immer. Und man witzelt über Psychiater. Und jetzt kommt da einer wie ich, der sozusagen diesen Leuten die Maske vom Gesicht reißt und ihr dämliches Latein in die einfache Sprache übersetzt. Haben Sie denn dem Gefängnispsychologen helfen können? Der Gefängnispsychologe in Leipzig ist ein hochinteressanter Fall. Der stand bei mir nach 3 Tagen auf der Matte und hatte großes Interesse an Gesprächen mit mir. Und ich fand das auch ganz gut, weil über den konnte ich meine Telefonate führen. Und das war alles ganz interessant. Sehr intelligenter Mann, sehr sportlich, sehr groß, von der Statur, dünn, ziemlich intelligent und fand mich hochinteressant. Und war auch sehr nett zu mir. Und es war wirklich sehr nett zu mir. Ein paar Jahre später gucke ich fern und sehe, dass dieser Mann verhaftet worden ist. Und im Gefängnis sitzt, ist übrigens zu einer mehrjährigen Haftstrafe, ich glaube 6, 7 Jahre verurteilt worden, weil er seine Stieftochter über viele Jahre missbraucht hat. Justizvollzugsanstalt Leipzig. Ich habe den Namen leider vergessen. Das ist aber nachprüfbar. Und dazu. Ja, wo Sie das gelesen haben, was löst das aus? Erstaunen. Und kratzt natürlich wieder an den nichts ist sicher im Leben. Nur die Gewissheit um die Veränderung, das mag noch irgendwie ein Stückchen Sicherheit geben, aber es ist nicht sicher. Aber es war schon Hammer. Der Mann hatte die Schlüssel, der hatte die Macht. Wenn der mit mir sprechen wollte, und ich fand das ja ganz prima, war das toll, da gab es Kaffee und Kuchen und es war ein Mensch, der wirklich gebildet war und sehr intelligent und es war angenehm und auch schön und hat mir Bücher gegeben. Es war alles ganz gut, hat mich mit diversen Privilegien ausgestattet. Ich hatte Zugang zur Bibliothek da oben und anderes ist verhaftet worden. Ich glaube, 7 Jahre hat er gekriegt, wegen jahrelangem Missbrauch seiner Stieftochter. Haben Sie das, war das doch, wo Sie gesagt haben, da habe ich ein Gefühl gehabt, oder war das nicht? Nein, das kann ich nicht sagen. Das wäre, ich bin ja auch der Meinung, ich habe ja eigentlich immer eine harte Linie betrieben, so. Aber pädophile Leute sind krank, wirklich kranke Menschen. Und eine Gesellschaft muss sich vor diesen Leuten schützen, das ist klar, aber ich urteile da nicht. Zu mir ist ein sehr liebenswürdiger Mensch gewesen. Wie insbesondere die Beamten der Justizvollzugsanstalt Leipzig nahezu allesamt großartige Leute waren, die ich nicht oft genug loben kann, die mich sehr menschlich behandelt haben und viel besser behandelt haben, als ich behandelt worden bin in der Oberarztrolle. Weil wirklich, ich habe da rührende menschliche Sachen erlebt. Was der Kuchen, der mir gebracht wurde, der ein Beamter mitgebracht hat, zu Weihnachten mit seiner Frau gebacken hat und den er mir geschenkt hat, gegeben hat. Oder ein Beamter, ich werde auch heute keine Namen nennen, aber in der U-Haft darf man irgendwie einmal die Woche, glaube ich, 10 Minuten duschen. Und bei mir ging grundsätzlich immer um 17 Uhr die Tür auf und es hieß, Herr Doktor, das Bad ist gerichtet. Herr Doktor? Ja, aber das ist irgendwie ein bisschen satirisch. Aber die Geste, es ging ja nicht darum, dass ich jetzt das Privileg hatte, da stundenlang duschen zu können, jeden Tag. Das war schön und schön, aber die menschliche Geste, die fand ich sehr fein. Aber warum? Haben Sie das hinterfragt? War das eine Bewunderung für das, dass Sie das überhaupt geschafft haben vom Postboten? Ja, auch. Und ich habe die Betrüger betrogen und die ganzen Westler, die daherkommen. Und jetzt ist mal so einer von uns hier ganz unten. Wir träumen doch alle davon, einmal durchzugehen bis ganz nach oben. Und wir haben natürlich 1000 Ängste und müssen 1000 Rücksichten nehmen und müssen unser Auto abbezahlen und sind in Unfreiheit befangen. Und jetzt kommt einer von uns, solidarisch mit uns, aber jetzt ausgestattet mit der Macht derer, die verfügen. Und der geht ganz, ganz nach oben durch und zeigt, dass auch da nur mit Wasser gekocht wird. Ich glaube, das ist ein Aspekt gewesen, warum man mich da wirklich teilweise auch bewundert hat. Und zum anderen haben die gesehen, dass ich, glaube ich, ein anständiger Mensch bin.
Ich habe auch Eheberatung gemacht da. Ich habe wirklich auch Beamten geholfen. Das waren für mich auch nicht Beamte, das waren keine Reizfiguren. Ich sehe ja nicht den Richter oder den Zahnarzt oder die Redakteurin, sondern ich den Menschen dahinter. Es geht nicht um das Etikett Zahnarzt, Redakteurin, Justizwachmeister, sondern es geht um das, was hinter diesem, um das Eigentliche und nicht um das Gefangensein in Zeichen wie es der Buddhismus. Und dennoch haben sich ja viele getäuscht gefühlt. Ja, das macht ja nichts. Dann sollen sie ihre alten Gewissheiten in Frage stellen. Ich habe auch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, so ist das nicht. Also ja, da, wo die Beziehungen zwischen Menschen nah waren, und das hat es natürlich auch gegeben in bestimmten Situationen mit Patienten, da habe ich Probleme gehabt. Und es hat dann einen neuen Chefarzt gegeben, der Neurologie, mit dem ich befreundet war. Wenn dieser ein bisschen befreundet war, wenn der Chefarzt unserer Klinik gewesen wäre, hätte ich sofort aufgehört. Ich hätte zu dem gesagt, du Antonio, setz dich hin, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Und ich hätte das nicht machen können. Also da, wo menschliche Nähe ist, ist Betrug nicht mehr möglich. Nicht mehr möglich. Den Patienten gegenüber, weil sie gemerkt haben... Ja, da kommt mir sehr viel entgegen und ich helfe denen wirklich und die sind unendlich dankbar. Und dann gehört nicht viel Fantasie dazu, sich hineinzuversetzen dann in die Situation nach der Erhellung, dass man sagt, man ist da eigentlich von einem Postboten behandelt worden. Ich kann nicht so ein Abstraktionsniveau erwarten, dass man sagt, naja, es ist eigentlich völlig gleichgültig, wer mir das Leben gerettet hat. Ob das nun der Professor war oder der Hilfsarbeiter. Aber das war schon, das hat mich schon auch belastet, doch. Waren da Patienten wütend? Haben Sie da Briefe bekommen? Oder? Nein, das geistert eine Patientin durch die Filme, die ist mal interviewt worden von irgendeinem Sender. Die hat gesagt, sie hätte Angst vor mir gehabt oder so. Aber das berührt mich überhaupt nicht, weil wir sind in der Psychiatrie und dass Patienten da Angst haben vor dem Oberarzt. Weil, zumal, wenn sie zwangsweise untergebracht sind, ich war ja auch für eine geschlossene Station zuständig. Das ist normal, das berührt mich nicht. Nein, mich berühren Dinge, wo ich geholfen habe, wo es menschliche Nähen gab und wo ich eingegriffen habe und wo alles gut war und man mich auch gemocht hat, vielleicht ein bisschen lieb gehabt hat sogar. Und das hat auch wehgetan, ja. Aber ich bin damit versöhnt inzwischen. Letzte Frage. Ja. Würden Sie es wieder tun? Nein, weil man kann sich nicht zu seinem eigenen Plattenspieler machen. Das ist ja auch keine intellektuelle Herausforderung. Man muss immer neue Sachen machen. Und mein Kopf ist ein riesiges Ersatzteil neuer Ideen. Und ja, nein, natürlich nicht. Aber ich bereue es nicht mit einer Silbe. Es ist alles gut, alles prima. Würden Sie sogar sagen, das war eigentlich sowas wie ein künstlerisches Projekt? Ja, klar. Es war sowas wie... Das war ein Projekt, das die... Menschheit, glaube ich, noch lange beschäftigen wird, auch wenn das sehr hochnäsig klingt. Aber ich wundere mich selbst, dass das... Ich meine, wir sitzen hier 2016, die Geschichte hat sich zugetragen 2095 bis 98. Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie? Ich bin ja ein Tier. Also ich sehe wirklich da keinen Unterschied. Ich gehe durch die Wilhelma in Stuttgart, schaue mir die Affen an und denke, es ist doch kein Unterschied. Oder der ernsthafte Blick eines Leoparden, der ist mir viel lieber... als irgend so eine Figur, ich will keine Namen nennen, aber welches Tier ich wäre, kein Chamäleon. Ich weiß, ich habe mir die Frage ehrlich gesagt nicht gestellt, ich muss darüber nachdenken und ich rufe sie dann an, die ich in Erfahrung gebracht habe. Ja, gut, danke für das Interview.